Albanien hat der NATO seinen Marinestützpunkt Pasaliman aus der Sowjetzeit angeboten, um seine Bedeutung im Bündnis inmitten des andauernden Ukraine-Krieges hervorzuheben. In diesen gefährlichen Zeiten glaube ich, dass der General erwägen könnte, einen NATO-Marinestützpunkt in Albanien zu haben, sagte der albanische Premierminister Edi Rama. Der Marinestützpunkt Pasaliman, 180 Kilometer südlich der Hauptstadt Tirana gelegen, könne ein Mehrwert für das Bündnis sein, fügte der Premierminister hinzu. Die Anlage in der Flora-Bucht wurde in den 1950er Jahren für die sowjetische Marine gebaut, die dort 12 Dieselangriffs-U-Boote eingesetzt hatte, um die sowjetische Militärpräsenz auf das östliche Mittelmeer auszudehnen. Das Arrangement hielt jedoch nicht lange an, da der ehemalige Diktator Albaniens, Enver Hoxha, 1961 die Beziehungen zu Moskau abbrach. Im Laufe der Jahre hat sich Albanien zu einer überzeugten proamerikanischen und prowestlichen Nation entwickelt und ist 2009 der NATO beigetreten. Außerdem haben Albanien und die USA im Februar die Resolution im UN-Sicherheitsrat initiiert, um die russische Invasion in der Ukraine zu verurteilen. Am 7. März unterzeichnete Präsident Putin ein Dekret, das Albanien, Nordmazedonien und Montenegro zusammen mit den USA, Kanada, Großbritannien und EU-Mitgliedstaaten auf eine Liste unfreundlicher Länder setzte.